dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen. Zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo und herzlich willkommen, moin moin, zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Das Video heute heißt Unter der Oberfläche des Vatikans und ist natürlich Kapitel 10 des Buches Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien. Nun, der Untertitel dieses Buches ist ja Evangelikale Wohin? Nun, unter der Oberfläche des Vatikans zeigt uns ja, dass wir in diesem Buch jetzt einen kleinen Einblick in das kriegen, was vielleicht so ein bisschen so der unter der Spitze des Eisberges ist. Nun, ich habe heute, und deswegen werde ich auch gleich da einen Kommentar drauf geben, auf den ersten Absatz, den ich lese, ich habe heute ein Video gesehen von The Forerunner 777, den vielleicht einige von euch kennen, und der ab und zu mal ganz interessante Videos und ganz interessante Informationen herausbringt. Nun also, wir lesen mal eben den ersten Absatz hier. Eigentlich im Grunde der erste Satz, aber ich lese nochmal einen Satz weiter, zwei Sätze weiter. Der politische und ökumenische Dialog wird weltweit ununterbrochen fortgesetzt. Man vermag sich des unguten Gefühls nicht zu erwehren, vom Einsatz der Machtmittel nur die Spitze des Eisberges sehen zu können. Ein Schimmer davon, was unter der Oberfläche lauert, kommt von Zeit zu Zeit. Zu Tage. So, und hier muss ich jetzt mal eben auf das Video von The Forerunner 777 eingehen, das ich heute gesehen hatte. Heute ist übrigens der 1. Oktober 2016. Sabbat. Er hat von einem Papier gesprochen, das heißt vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ja, das gibt's sowohl in Englisch als in Deutsch. Er hat natürlich über das Englische gesprochen. Ich erzähle euch jetzt hier den deutschen Titel. Das ist ein Papier, ein PDF, das kann man sich im Internet runtersuchen. Ich werde den Link auch in die Beschreibungsbox dieses Videos natürlich mit einbauen, dass ihr euch das selbst anschauen könnt. Und er hat da einen Punkt angeholt, den möchte ich euch auch gleich mal vorlesen, aber ich habe natürlich noch mir das Papier durchgelesen und ein paar mehr Punkte angeholt. Deswegen finde ich es interessant, dass man das mal liest. Alleine schon der Titel natürlich, vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ich kann ja
vom Konflikt nur zur Gemeinschaft kommen, wenn der Konflikt, der erst die Gemeinschaft aufgebrochen hat, die da ja wohl erst war, es geht ja um das Zurückkehren unter die Fittiche der Mutterkirche, wenn die Dinge, die den Konflikt verursacht haben, beseitigt sind. Und darauf arbeitet eben die römisch-katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ganz stark darauf hin. Nicht, um von ihrer Seite die Konfliktherde zu beseitigen, aber um dafür zu sorgen, dass die Evangelikalen, dass die sogenannten separaten Brüder, wie man das heutzutage nennt, noch, bis sie das Wort Heretiker wieder rausholen oder Ketzer wieder rausholen, bis die genügend Kompromisse eingegangen sind, um zurückzukommen. In Punkt 11 zum Beispiel, in diesem ersten Kapitel des Schreibens, ich gehe da auch sonst nicht weiter drauf ein, ich habe nur zwei Punkte, die ich mal kurz anholen will. In Punkt 11 lesen wir, was ich hier gehighlightet habe. In Ländern, in denen das Christentum seit vielen Jahrhunderten beheimatet ist, haben in jüngerer Zeit viele Menschen die Kirche verlassen oder sie haben ihre kirchlichen Traditionen vergessen. Infolge dieses Vergessens ist vieles von dem, was die Kirche in der Vergangenheit gespalten hat, heute so gut wie unbekannt. Das kann ich ja nur beahmen. Ja? Menschen verlassen die Kirche oder haben die kirchliche Tradition vergessen? Infolge dieses Vergessens ist vieles von dem, was die Kirche in der Vergangenheit gespalten hat, heute so gut wie unbekannt. Es ist nicht nur vieles von dem, was die Kirche gespalten hat, heute unbekannt. Es ist vor allen Dingen vieles von dem, was die Kirche überhaupt gemacht hat, unbekannt. Ja? Und das ist das große Problem. Aufgrund dessen, dass heutzutage eben nicht mehr Reformation und Konterreformation gelehrt wird. Heute wird nicht mehr gelehrt, was das dunkle Zeitalter eigentlich war und wozu das stand. Und da geht dieses Schreiben, das 106 Seiten hat, und deswegen analysiere ich das nicht ganz, weil da werde ich verrückt, warum ich das machen muss, da geht dieses Schreiben auch später noch drauf ein. Aber jetzt komme ich eben zu dem wichtigen Punkt. Der Punkt im Kapitel 1,16, der hier in diesem Papier steht. Und ich habe noch niemals ein besseres Beispiel für die römisch-katholische Kasuistik und Sophistik gesehen als dieses Beispiel. Hört gut zu. Zitat: Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Mit Blick auf 2017, also 500 Jahre Reformation, geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Ende Zitat. Ich lese es, glaube ich, nochmal, dass jeder das auch gut versteht. Aber es ist diese Kasuistik und Sophistik, die dafür sorgt, dass sogenannte Evangelikale, sogenannte Protestanten wieder unter die Fittiche von Rom zurückkommen. Also, was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Und warum? Man kann sich von der Vergangenheit ja nur erinnern, was man selbst erlebt hat. Wenn wir jetzt aber über eine Vergangenheit sprechen von beinahe 500 Jahren, das haben wir ja selbst nicht erlebt. Also sind wir ja auf die Erzählungen und auf die geschichtlichen Übertragungen, sowohl von irgendwelchen kirchlichen Dokumenten, von Priestern, die uns das erzählen, oder von unserem Geschichtslehrer oder von unserer Familie darauf angewiesen, um das zu hören. Aber was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern, weil eben die Geschichtslehre verändert wird. Und weil, was heute gelehrt wird, was Geschichte ist, nicht mehr ist, was 200 Jahre zurückgelehrt wurde, was Geschichte ist, und das ist nicht mehr dasselbe, was 400 Jahre zurückgelehrt wurde. Das unterliegt Veränderung.
Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Das ist richtig. Aber ich kann mich ja nur an die Vergangenheit erinnern, die ich auch selbst erlebt habe. Bei Vergangenheit wie die Reformation bin ich darauf angewiesen, vernünftige Brunnen zu haben, um rauszusuchen, was jetzt tatsächlich damals auch passiert ist. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Mit Blick auf 2017, jetzt kommt das ganz Gemeine hierin, geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Und dadurch, dass die Geschichte des Protestantismus anders erzählt wird, kann man das alles in ein anderes Licht rücken. Und kann man versuchen, oder wird man nicht versuchen, sondern wird man das tun, wird man die römisch-katholische Kirche in ein gutes und alle anderen in ein schlechtes Licht stellen. Und deswegen muss man sich immer nur daran erinnern, was man gemeinsam hat und nicht darüber, was einen voneinander trennt. Da hatten wir ja schon öfter genug drüber gesprochen. Aber ich denke, dass dieses Mal ein deutliches Beispiel war. Und ich finde auch, dass jeder sich, der sich für solche Sachen interessiert, das Papier, das PDF im Internet runterladen sollte, vom Konflikt zur Gemeinschaft. Wie gesagt, den Link dazu werde ich in der Beschreibungsbox des Videos hier mit einverlinken. Und dann kann sich ja jeder selbst seine eigene Meinung darüber formen. Man muss ja nicht meine Meinung übernehmen, sondern man muss sich seine eigene Meinung bilden. Das ist ja auch mit einer der Errungenschaften der Reformation, die Gedankenfreiheit und die Gewissensfreiheit, ne? Dass ihr eben nicht mir glauben müsst oder zuhören müsst, sondern dass ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Aber das wird ja durch die Konterreformation gegengewirkt. Auf jeden Fall gerade den letzten Satz. Mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Der hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe und hat mich dazu veranlasst, das in meine Lesung hier mit einzunehmen. Jetzt werden wir fortfahren in dem Kapitel unter der Oberfläche des Vatikans. The Economist schrieb im Dezember 1988, Zitat: Die katholische Kirche war maßgebend an dem Kampf beteiligt, der zum Sturz der Diktatur Ferdinand Marcos führte. Lesen wir im The Economist vom 24. Dezember 1988. The Evening Standard berichtete im Zusammenhang mit dem Treffen der ökumenischen Führer, das 1986 in Assisi stattfand, Zitat: Guerillagruppen und Milizen in mindestens 10 verschiedenen Ländern erklärten sich bereit, den 24-stündigen Frieden des Papstes einzuhalten. Ende Zitat. Aus dem Evening Standard vom 27. Oktober 1986. Diese außerordentliche Machtausübung über den Frieden scheint ein Vorgeschmack auf die Erfüllung der marianischen Prophezeiungen von Fatima zu sein, dieser Vision, die für Johannes Paul II. Eine so große Rolle spielt. Er glaubt, dass die Jungfrau Maria erneut erscheinen werde, mit großen Zeichen und Wundern, um die Welt von der geistlichen Führungsrolle des Papstes als Vorboten einer Friedenszeit zu überzeugen. Viele werden mir zustimmen, dass die Voraussagen der Heiligen Schrift in dieselbe Richtung weisen. Der nächste Abschnitt, von dem wir hier sprechen, ist Opus Dei. Opus Dei ist eine sehr interessante Geheimorganisation innerhalb einer Geheimorganisation, mit anderen Worten ein extra, sehr extremer Arm der Jesuiten. Und da werden wir jetzt ein wenig mehr drüber lernen. Eine weitere Ahnung von dieser meist im Verborgenen wirkenden Macht bekommen wir durch die relativ neue rechtsorientierte Organisation Opus Dei, mit der Roberto Calvi in Verbindung stand. Von italienischen Politikern als heilige Mafia beschrieben, arbeitet diese Geheimorganisation als eine Art geistlicher militanter Flügel. Papst Johannes Paul II. Scheint sie unter seine Fittiche genommen zu haben und 1982 machte er sie zu einer persönlichen Prälatur. Die Berichterstattung der Organisation erfolgt unmittelbar in den Vatikan an den Prälaten des Papstes, Monsignore Alcaro del Portillo. Ein Zitat, das wir
im Daily Telegraph vom 8. Mai 1986 nachlesen können. Die Prälatur war ein beispielloser Schritt des polnischen Papstes, der ihm die persönliche Kontrolle über eine Organisation außerhalb der gesamten Diözesanstruktur der Kirche in die Hand gab. Es mag sein, dass Johannes Paul II. Diesen Schritt tat, um ein Gegengewicht zu der schrecklichen und immer größer werdenden Macht der Jesuiten zu schaffen. Das ist vielleicht nach außen hin für einige Leute die Absicht, aber wenn man sich mit der Sache beschäftigt, dann weiß man, dass Opus Dei 100% unter Kontrolle der Jesuiten steht. Und übrigens, in den Vereinigten Staaten von Amerika sitzen im Supreme Court, also im obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der die Verfassung der Vereinigten Staaten interpretiert, 2 Mitglieder von Opus Dei. Monsignore del Portillo wurde im Dezember 1990 vom Papst zum Bischof auf Lebenszeit ernannt und von der Bestimmung des kanonischen Gesetzes freigestellt, die einen Rücktritt im Alter von 75 Jahren verlangt. Ebenfalls im Dezember 1990 veröffentlichte der italienische Staat einen Beschluss zur öffentlichen Anerkennung der Organisation als einer moralischen öffentlichen Einrichtung. Der Zeitpunkt dieser Erklärung wurde auf beiden Seiten des Tiber als zufällig bezeichnet und erfolgte 5 Jahre, nachdem das italienische Parlament eine Untersuchung des Opus eingeleitet hatte. Opus Dei, ein 1928 gegründeter Ableger der Jesuiten, gilt als eine Quasi-Diözese, die sich über die ganze Welt erstreckt. Nach eigenen Angaben zählt sie 75.000 Mitglieder in 80 Ländern und 1.400 Priester, wie wir im Universe vom 16. Dezember 1990 nachlesen können. In der Presse sind Artikel erschienen, die von der tiefen Besorgnis von Eltern zeugen, deren Söhne von Opus Dei angeworben wurden und seitdem ihren Familien völlig entfremdet und in ihrer Persönlichkeit radikal verändert sind. Ja, wenn man in diese extreme Sekte der Jesuiten einsteigt, dann wird man natürlich durch die spirituellen Übungen von Ignatius Loyola komplett gehirngewaschen. Noch viel schlimmer, als man sich das normalerweise jetzt vorstellen kann. Wenn man in diese extreme Sekte geht von Opus Dei, ja, ich glaube sogar, dass die meisten Söhne ihren Eltern nicht mal erzählen können, dass sie sogar Mitglied hiervon werden. Ja, also von daher, in der Presse sind Artikel erschienen, die von der tiefen Besorgnis der Eltern zeugen, deren Söhne von Opus Dei angeworben wurden. Ja, warum erscheinen die nicht von den Eltern, deren Kinder ständig vergewaltigt werden in der römisch-katholischen Kirche? Ja. Na jedenfalls, der Grad der Heimlichkeit, der die Sache umgibt, hat etwas Düsteres an sich. Ja, Heimlichkeit hat immer etwas Düsteres an sich. Jesus hat niemals etwas im Verborgenen getan. Jesus hat niemals irgendetwas getan, das nicht ans Öffentliche oder an das Licht kam. Alles war offen und ehrlich bei ihm. Und deswegen gibt es auch keine einzige Geheimorganisation, der man sich anschließen kann und sagen kann und dann behaupten kann von sich selber, ich bin aber ein Christ. Ja. Ein Auszug aus einem Bericht im Sydney Morning Herald über diese mächtige, hochbegünstigte Organisation hilft uns, die Ursache zu erkennen. Zitat: Von Novizen wird nicht nur erwartet, dass sie 3 Mönchseide der Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Das umfasst eine Selbstgeißelung pro Woche mit Hilfe der 9-schwänzigen Katze und das 2-stündige Tragen der Zilis, eine Metallkette mit einwärts gedrehten Gliedern, die durch einen Lederriemen gehalten wird. Diese trägt man am Oberschenkel, damit sie und die von ihr verursachten Verletzungen nicht zu sehen sind. Das Mindesteintrittsalter beträgt 14 Jahre. Der Gründer Monsignore Escriva sagte, er habe all das unmittelbar von Gott in einer Vision empfangen. Kann mal jemand erzählen, was für ein Gott das ist, der von mir Selbstgeißelung mit einer 9-schwänzigen Katze mindestens 2-mal pro Woche und tägliches Tragen einer Metallkette mit einwärts gedrehten Gliedern in einem Lederring gehalten wird, dass ich das in mein Fleisch
eindrückt und mich verwundet und mich zum Bluten bringt? Was für ein Gott ist das denn? Ist das der Gott der Bibel? Welcher Katholik kann sich denn bitte schön vorstellen, dass das der Gott der Bibel ist? Wo hat Jesus denn jemals so etwas gelehrt? Escrivas Heiligsprechungsverfahren macht dank der engagierten Fürsprache des jetzigen Papstes im Vatikan gute Fortschritte. Die umstrittene Seligsprechung des spanischen Ordensgründers im Mai 1992, die schnellste der Neuzeit, hat große Sorgen und Ablehnung innerhalb der römisch-katholischen Institution hervorgerufen. Ich kann nur jedem anraten, sich mal mit Opus Dei zu beschäftigen, wenn's euch interessiert. Entschiedene Katholiken in hohen Positionen ist der nächste Unterteil des Kapitel 10 unter der Oberfläche des Vatikan. Der Aufstieg einer unverhältnismäßig großen Zahl römischer Katholiken in Stellungen von besonderem Einfluss und großer, vielfach alles beherrschender Macht wird von besorgten Protestanten als ein weiterer verborgener Faktor angesehen, mit dem gerechnet werden muss. Dies ist ein sehr empfindlicher und unerfreulicher Bereich, der mit Diskretion, Feingefühl und ständiger Vorsicht vor Diskriminierung angegangen werden muss. Man muss ja politisch korrekt sein, ne? Nach 1988 veröffentlichten Angaben des für Rekruten zuständigen katholischen Armeegeistlichen sind über 50% der Rekruten auf den US-Militärakademien römisch-katholisch. Die Anzahl der Katholiken im Repräsentantenhaus der USA wuchs von 82 im Jahre 1950 auf 142 im Jahre 1986. Katholiken bekleiden Schlüsselpositionen in der Vollzugsgewalt, der Rechtsprechung, im Innenministerium, in der UN, also Vereinten Nationen Delegation, im CIA, im FBI und in der Einwanderungsbehörde. Na, das alles sollte für euch ja ziemlich bekannt sein, wenn ihr meine Lesung Herrscher des Bösen verfolgt habt. Erstes Kapitel des Buches Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, da erklärt Tapper Saucy aufgrund des Almanac von 1992, welche katholischen Politiker oder welche Einflussbereiche die römisch-katholischen Politiker im Senat haben in Amerika. Und das sind leider alle. Die regeln das ganze säkulare Leben der Amerikaner. Alles Katholiken, kein einziger Protestant. Aber schaut euch halt nochmal das erste Kapitel von Herrscher des Bösen an. Ansonsten ist das auch ein sehr interessantes Kapitel hier. Kann ich nur mal eben sagen, wenn man sich beschäftigt mit der UN, mit der CIA, mit dem FBI und man kann Englisch, dann sollte man mal in das Buch Vatican Assassins einsteigen von Eric John Phelps. Ich habe keine Probleme mit dem seine Geschichtslehre, mit dem, was er aufdeckt, wie das alles da zusammenhängt, das ist absolut so. Und da gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf rein. Aber biblische Lehre sollte man von Eric John Phelps ganz sicher nicht annehmen. Das ist eine andere Sache. Aber die Verbindung, die er auflegt zwischen den Geheimdiensten, das ist schon ganz interessant. Aber da gehen wir auch gleich noch mal kurz drauf ein. Nun, die Einwandererpolizei in den USA sorgt drastisch für eine Vergrößerung des römisch-katholischen Bevölkerungsanteils. Naja, das ist eine Tatsache, die sich in der rasch wachsenden Bedeutung der hispanischen Wählerschaft bemerkbar macht. Das Buch ist 1993 erschienen, Leute, und heute, die letzten 2 Jahre, ist die Grenze nach Mexiko komplett offen und strömen Mexikaner und Mittelamerikaner, alle katholisch, nach Amerika rein. Und das Buch behandelt dieses Thema bereits 1993. Also wenn wir jetzt in den letzten 2, 3 Jahren davon hören, wie sie die Grenze da aufmachen, genauso wie sie die Grenze nach Europa aufmachen und diese ganzen Flüchtlinge zu uns kommen, das ist alles nichts Neues. Alles schon mal da gewesen. Wer hat sich denn in Deutschland in den 50er, Anfang 60er Jahren aufgeregt, als die ganzen Türken, Italiener und Griechen kamen, die doch auch eine andere Kultur haben als die Deutschen, die sogenannten Gastarbeiter? Tja. Wenn ihr das akzeptiert, dann akzeptiert ihr ein paar Jahre später auch die ganzen Flüchtlinge, ne? So einfach ist das. Nun, dieses Vorgehen wiederum muss man im weiteren Zusammenhang des hartnäckigen päpstlichen Verbotes der Geburtenkontrolle innerhalb der katholischen Welt sehen. Das ist sicher ein Punkt, der da berücksichtigt werden muss, ja.
Die Bevölkerung des südamerikanischen Kontinents hat sich beispielsweise während der letzten Generation verdoppelt. Und wie sehr verdoppeln sich die Muslime? In einer Studie über Roms weltweite Strategie wird die Ansicht vertreten, dass die vatikanische Ablehnung der Abtreibung und Geburtenkontrolle sowie der Homosexualität, also Sodomie, wenig mit der Heiligkeit des menschlichen Lebens und den Geboten der Bibel zu tun habe. Der wahre Grund sei vielmehr, dass jedes neue Leben die katholische Armee stärke und zum Bestand der Kirche beitrage. Diese Ansicht gewinnt durch die Tatsache an Glaubwürdigkeit, dass, wie bereits in einem anderen Kapitel erwähnt, Geburtenkontrolle unter Katholiken in protestantischen Ländern nur einen Scheinwiderstand erfährt. Man schaue mal nach den Skandalen von Planned Parenthood in den Vereinigten Staaten dieses Jahr. In Kanada ist Zweisprachigkeit heute eine der Bedingungen, um in der Einwanderungsbehörde angestellt zu werden. Und daher sind unverhältnismäßig viele Anwärter römische Katholiken aus Quebec und anderswo. Diese Politik der Zweisprachigkeit, eingebracht durch Pierre Elliott Trudeau, hat dazu geführt, dass die meisten Schlüsselpositionen in Regierung und Verwaltung von Zweisprachigen besetzt sind, und das sind gewöhnlich römische Katholiken aus Quebec. Diese Entwicklung wurde von dem katholischen Premierminister Brian Mulroney noch gefördert und beschleunigt. Ja, und hier in Belgien sitze ich in demselben Boot. Zweisprachigkeit? Ja. Hauptsache, du kannst Französisch. Flämisch musst du nicht so sehr können. Also Niederländisch. Hauptsache, du kannst Französisch. Ich habe da meine eigenen Erfahrungen mitgemacht in Brüssel vor einiger Zeit. Das könnt ihr mir glauben. Quebec drohte mit Abspaltung, wenn seine Forderung, nicht vom Rest des Landes in Form einer neuen, als zudringlich empfundenen Verfassung stattgegeben würde. Der Mann, der sich der Verfassungskrise annehmen sollte, war der frühere Premierminister und Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der römische Katholik Joe Clark. Das kanadische Volk entschied in einer Volksabstimmung, dass die Quebecois zu viel verlangten. Kanada ist nicht das einzige Land des alten Commonwealths, das von strengen Katholiken geführt wird. Neuseelands Premierminister James Bolger ist seinem Glauben und vermutlich seinem höchsten Priester treu ergeben. Australiens Premierminister John Keating ist ebenfalls römischer Katholik. Und jetzt wird's interessant. Wir gehen in das Thema Spionage und die Abschirmung von Kriegsverbrechern. In seinem 1982 erschienenen Buch The Vatican Papers, also die Vatikanpapiere, sagt Nino Lobello das Zitat: Der Vatikan, das wirksamste und verzweigteste Spionagenetz der ganzen Welt hat, das sogar den russischen KGB übertrifft. Ende Zitat. Er erläutert, dass diese Gruppe von Spionageagenten bei den Päpsten unter dem Namen Sodalitium Pianum in der weiteren Öffentlichkeit aber als Gottes Untergrund bekannt ist und jeden Priester, jede Nonne und jeden Mönch überall auf der Welt einbeziehen kann. Er deckt auf, dass sich in dieser treu ergebenen Armee von mehr als 2,5 Millionen Menschen viele vollzeitige, ausgebildete Agenten befinden. Zitat: Was ist die Arbeit von Agenten, wenn nicht die Unterwanderung anderer Organisationen? Und welche Organisationen werden katholische Agenten unterwandern, wenn nicht andere Kirchen, besonders wahre Kirchen Jesu Christi? Ende Zitat. Nun, da muss ich eben nochmal zu fallen lassen. Ich habe bin dabei, eine Buchlesung vorzubereiten von Alberto Rivera, der ein Buch geschrieben hat, das ins Deutsche übersetzt wurde. Das heißt die Heiligen Väter. Und Alberto Rivera war ausgebildeter Jesuit, um andere Kirchen zu infiltrieren. Und deswegen werde ich das Buch lesen. Finde ich mal schön, dass ich das hier eben nebenbei erwähnen kann, während der Lesung hier des 10. Kapitels von Alle Wege führen nach Rom. Der im November 1990 verstorbene Katholizismusexperte Avro Manhattan bestätigt Lobellos Definition. Avro Manhattan hat viele fantastische Bücher geschrieben. The Vatican Billions, Vietnam, Why Did We Go? Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Mindestens 6 oder 7 Bücher, aber hochqualitative Bücher. Und er hatte viel Einsicht, weil er war selbst ein Malteserritter.
Also, Avro Manhattan bestätigt hier Lobellos Definition. Zitat: Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Sekretariat des Vatikanstaates in jedem frommen Katholiken Zugriff auf potenzielle Informationsquellen und in jedem intelligenten Priester einen ausgebildeten Spitzel hat. Was immer aus dem Dorf oder dem Kirchspiel für nützlich erachtet wird, geht über die örtliche Hierarchie an den zuständigen Bischof, der es seinerseits an den Vatikan weitergibt. Fügt man dann noch die mannigfachen Informationen aus den zahlreichen halbreligiösen Einrichtungen hinzu, die in christlichen wie in nichtchristlichen Ländern bestehen, wo katholische Laien sich zu Gesellschaften oder politischen Parteien zusammengeschlossen haben, die in enger Beziehung zu und oft unter der Leitung von Priestern stehen, zählt man ferner die Informationen dazu, die durch die gewöhnlichen diplomatischen Kanäle gesammelt werden, dann wird deutlich, dass das Staatssekretariat des Vatikans eine der bestinformierten Nachrichtenagenturen der Welt, wenn nicht sogar die beste ist. Ende Zitat. Aus dem Buch The Dollar and the Vatican, also der Dollar und der Vatikan, Avro Manhattan, 1988. Andere Vatikanbeobachter weisen auf die Maulwürfe hin, die tief in den Spionagenetzen der CIA, des KGB, des MI5 und anderer Geheimdienste der ganzen Welt vergraben sind und deren letzte Lebenspflicht sehr wohl durch einen geheimen Treueeid gegenüber dem päpstlichen System festgelegt sein mag. Wahrscheinlich konnte, sagt der Autor hier, wahrscheinlich konnte sich der israelische Geheimdienst Mossad im Allgemeinen als der bei weitem wirksamste angesehen, noch am besten von solcherlei Unterwanderung freihalten. Nun hier sitzt der Autor Michael de Semlien einem Irrtum auf. Wer sich das Buch Vatican Assassins mal runterladen will, der kann unter anderem in dem PDF, was ich hier habe, das besteht aus 461 Seiten und ich glaube 5 Teilen oder sowas, das ist also Teil 1. Auf Seite 60 sehen wir hier eine Struktur des Weltsystems in 1963. Das fängt an oben natürlich mit Satan, der Gott dieser Welt, wie im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4 zu lesen ist. Unter ihm steht dann Jean-Baptiste Janssens, der Jesuitengeneral, der schwarze Papst zu der Zeit. Darunter Giovanni Battista Montini, der also unfehlbare freimaurerische Papst Antichrist Paul der Sechste. Darunter steht Francis Cardinal Spellman, Erzbischof von New York, Kolumbus-Ritter und der amerikanische US-Militärvertreter des Papstes und Knight of Malta, also Malteserritter. Dann kommen wir noch zu anderen Leuten hier, J. Peter Grace vom CFR, Council on Foreign Relations, John A. McCone, auch Malteserritter im militärischen industriellen Komplex und unter anderem in dem Zeitpunkt Direktor der CIA. Und darunter sehen wir zwei sehr bekannte, interessante Leute. Der eine ist James Jesus Angleton oder James Jesus Angleton, wie immer man das aussprechen will. Der ist selber ein Malteserritter. Er ist der OSS-Officer in Rom, NKVD und KGB-Agent. Er ist der Chef der Counterintelligence, also der Counterintelligence, wie nennt man das denn im Deutschen, der Gegenspionage der CIA. Er bemannt den Vatikan-Schreibtisch im CIA, er bemannt den israelischen Schreibtisch der CIA und ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Castro und Oswald für bestimmte Dinge verantwortlich gemacht wurden. Und unter diesem James Jesus Angleton steht Reinhard Gehlen, und das ist der Grund, weshalb ich das jetzt eben gerade mal durchlese. Reinhard Gehlen ist ein Malteserritter, ist im Range eines Generals, war im Dritten Reich ein Sicherheitschef bei den Nazis und er war dafür verantwortlich, Israels Mossad zu drehen. Reinhard Gehlen war
Chef der Gegenspionage im Osten in Russland. Könnt ihr ja mal selber nachschauen. Ich habe auch über den gesprochen, glaube ich, in dem Buch Behind the Dictators. Und wenn ich das jemals auf Deutsch bringe, dann bringe ich das da wahrscheinlich auch. Aber man muss halt mal so Dinge nachschauen. Nein, 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 nein. Also wenn der Michael Desemnian hier meint, wahrscheinlich konnte sich der israelische Geheimdienst Mossad im Allgemeinen als der bei weitem wirksamste angesehen noch am besten von solcherlei Unterwanderung freihalten. Nein, 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 nein. Der Mossad wurde gegründet von denselben Malteserrittern Reinhard Gehlen und, wie heißt der andere wieder, Wild Bill Donovan, William Donovan, Malteserritter, die aus der OSS-Struktur, also der Office for Strategic Services, der Vorgänger der CIA im Zweiten Weltkrieg, die daraus die CIA gemacht haben. Und die haben auch dafür gesorgt, unter anderem hier Reinhard Gehlen, der den israelischen Mossad sogar trainiert, dass der Mossad aufgerichtet würde. Also der steht 100% unter der Kontrolle der CIA. Ja. CIA ist die größte Nachrichtenagentur in der Hinsicht in der Welt. Und natürlich berücksichtigen wir hier eben noch das, was Avro Manhattan gesagt hat, der ja sagte, dass das Staatssekretariat des Vatikans eine der bestinformiertsten Nachrichtenagenturen der Welt, wenn nicht sogar die beste ist. Ja, weil da im Vatikan laufen die ganzen Fäden für die Jesuiten weltweit zusammen. Das heißt, der Vatikan, das Staatssekretariat des Vatikans hat Zugriff durch die verschiedenen Arme der Jesuiten. Ist das Freimaurerei, sind es Malteserritter, sind es sonst andere, irgendwelche päpstlichen Ritterorden. Dadurch hat das Staatssekretariat des Vatikans Zugriff auf alle Informationsagenturen weltweit. Wie CIA, KGB, MI5, in Deutschland MAD, BND, Staatsdienst, Sicherheitsdienst, all dieser Kram. All diese ganzen Informationsagenturen sind halt, diese ganzen Spionageagenturen, sind von den Jesuiten kontrolliert und laufen dann in Rom im Staatssekretariat des Vatikan zusammen. Und von da wird das alles koordiniert und dann wird gesagt, was der eine weiß, was der andere weiß. Aber wisst ihr, wenn ihr euch die Filme anguckt aus dem Kalten Krieg, dem sogenannten Kalten Krieg, ja, zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1990. Die auf der obersten Stufe, die haben die ganze Zeit nur gelacht. Für die war das nur ein Spiel. Die wussten das. Die Leute in den unteren Rängen, die dachten ja wirklich, dass sie noch eine gute Tat taten. Aber die Leute oben, die spielen zusammen. Genauso, wie es in dem Eid der Jesuiten eben auch gesagt wird. Dass du offiziell deinem Bruder auf der anderen Seite natürlich feindlich gegenüber gesinnt bist, aber dass du im Grunde unter einer Decke mit ihm spielst. Ich werde ja den Eid der Jesuiten auch irgendwann nochmal klar kriegen, um euch vorzulesen und zu erklären, und dann werden wir darauf eingehen. Ne? Aber gut, jetzt mal eben weiter in dem Buch hier. Intensive päpstliche Querverbindungen zum CIA gibt es bereits, seitdem diese Behörde nach dem Zweiten Weltkrieg an die Stelle des OSS trat, also des Office of Strategic Services, hatte ich ja gerade eben schon mal erwähnt. Die Ritter von Malta, auch bekannt als der Souveräne Militärorden von Malta, SMON, ja, Souveräne Militärorden von Malta oder Sovereign Military Order of Malta, der als eigenständige Regierung auftritt und anerkannt wird, hat deutliche Beziehungen zum CIA. Er hat den CIA aufgebaut. Ja. Aber dieser Malteserritterorden ist eine eigenständige Regierung. Das ist ein eigener Staat. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht. Für diejenigen, die Englisch können, können sich das hier gerne anschauen. Nothing but the Truth. Sovereign Military Order of Malta und andere Sachen. Das steht im Titel drin. Könnt ihr euch angucken. Nothing but the Truth hat, was weiß ich, 15, 16 Videos. Das findet ihr ja ziemlich schnell da drin zurück. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist schon eine Zeit lang her, als ich das gemacht habe. Aber immer noch sehr aktuell. Ja. 1948 vergab der Orden, also der souveräne Militärorden von Malta, der dem Papst ganz und gar ergeben ist, ja vor allem dem schwarzen Papst, eine der angesehensten Auszeichnungen, den Gran Croce, also das große Kreuz, al Merito con Placcia, an General Richard Gehlen, den Leiter des deutschen antisowjetischen Spionagenetzes in der Hitlerzeit. Was habe ich gerade gesagt? Und der Malteserritter
sorgt für das Training und die Ausbildung des Mossad. Nach dem Krieg war Gehlen mit anderen Nazi-Kriegsverbrechern vom CIA gedungen worden. Ich würde sagen, er war gerettet worden, um hier in Deutschland nicht irgendwo vor Gericht zu stehen, sondern die haben gesagt, von denen brauchen wir. Das ehemalige Oberhaupt der Ritter von Malta in den USA, der Industrielle J. Peter Grace, war persönlich daran beteiligt. Habe ich den nicht gerade genannt? Ah ja, der steht unter Francis Cardinal Spellman hier in dem Buch von Vatican Assassins. J. Peter Grace, Haupt der amerikanischen Abteilung der Ritter von Malta. Und hat die Operation Paperclip gesponsert. Ja, da kommen wir hier gleich auch nochmal drauf hin. Also ihr seht, das, was man in den verschiedenen Büchern liest, kommt alles wieder irgendwie zusammen. Das stimmt alles, das sind alles keine Verschwörungstheorien, das sind alles keine Spinner, das sind Leute, die wirklich die Dinge, den Dingen auf den Grund gehen. J. Peter Grace war persönlich daran beteiligt, Nazis aus Europa in die USA zu schaffen. Auch half er, ihre Haftstrafen zu reduzieren und sie zu einem gigantischen Familienunternehmen zu beschäftigen. Nun, es gab zwei hauptsächliche Wege, wie die Nazi-Kriegsverbrecher aus Deutschland geflüchtet sind und entweder nach Amerika kamen oder nach Südamerika kamen. Nach Südamerika war hauptsächlich durch die sogenannten Vatikan-Rattenlinien, Vatican Red Lines, wo die Leute über Kloster und so weiter aus Europa exportiert wurden und dann hauptsächlich nach Brasilien, Argentinien und Chile gingen. Unter anderem Bormann und Mengele und noch andere Leute. Und dann gab es die Operation Paperclip. Aber da gehen wir hier im Buch auch gleich nochmal drauf ein. Nun fährt der Autor hier fort und sagt, zwei CIA-Direktoren sind Ritter von Malta gewesen. John und William Casey. Und auch George Rocker, stellvertretender Leiter der Spionageabwehr, war ein Mitglied des Ordens. Nun, hier ist der Autor verkehrt. Jeder CIA-Direktor bis heute, 2016, ich glaube, es ein oder zwei Ausnahmen, war CIA-Direktor. Und zur Zeit von JFK war es Dulles. Avery Dulles. Und als JFK angedroht hat, die CIA in 1000 Stücke zu schlagen und seinen Bruder Bobby an die Spitze zu setzen, da wurde er abgesetzt. Neben ein paar anderen Gründen war das mit der Hauptgrund. Weil der Vatikan konnte es nicht zulassen, dass ihr kleiner, unbrav gewordener Katholik jetzt da auf einmal den ganzen CIA durcheinander bringt. Das geht ja nun gar nicht. Da musste er dann halt dran glauben. Nach Angaben der Autorin Kathleen Hayes liegen mehr als reichliche Informationen vor, um Verbindungen von dem souveränen Militärorden von Malta, dem ultrarechten Flügel, dem Vatikan und dem CIA zur Iran-Contra-Affäre zu ziehen. Hinter dem, was wie ein antikommunistischer Einsatz in Mittelamerika aussehen sollte, steckte eine weitere Verschwörung. Die Ermittlungsergebnisse weisen eindeutig darauf hin, dass innerhalb der US-Regierung eine Schattenregierung wirksam war. Die Schattenregierung in den Vereinigten Staaten ist dieselbe wie in Deutschland, das sind die Diözesen und das ist der Staat im Staate, wo die Kirche ihren eigenen Staat hinter dem offiziellen Staat aufbaut. Was das genaue Ziel ihrer Bemühungen war, bleibt im Dunkeln. Ein Zitat aus Knights of Malta Compromise, A Shadowy Society von Kathleen R. Hayes von 1987. Oliver North, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch, den General. Oliver Norths Anwalt in den Iran-Contra-Verhören. Brendan Sullivan ist ein Malteser-Ritter. Ebenso wie der angesehene Eigner seiner Firma, Bennett Williams. Auf die Einmischung des Vatikans und der Jesuiten in die nicaraguanische Politik haben wir an anderer Stelle dieses Buches ja bereits hingewiesen. The Times berichtete 1987, haltet euch gut fest, dass der Hauptkollaborateur des einstigen Gestapo-Chefs Klaus Barbie im besetzten Frankreich, Paul Touvier, von der Kirche und der katholischen Hierarchie gedeckt worden sei. Und im Gegenzug alles aus den Plünderungen jüdischer Häuser und Betriebe stammende Geld der Miliz dem Vatikan ausgeliefert habe, wie wir in The Times vom 18. Mai 1987 festlesen können. In diesem Zusammenhang, was wir gerade gelesen haben über Klaus Barbie, hört gut zu, ist es interessant, dass Barbie, der nach dem Krieg vom CIA gedungen worden war, also geholt worden war,
vor seiner Verhaftung in Waffengeschäfte und bolivianische Verhandlungen mit Großmeister Lucio Gelli und anderen Mitgliedern der P2-Freimaurerloge verwickelt war. Propaganda due. Da hatte ich ja schon in früheren Kapiteln dieses Buches drüber erzählt. Und hier kommt es wieder vor. David Yalop schreibt das in seinem Buch In God's Name. Klaus Barbie, der gefürchtete Gestapo-Chef in Frankreich, war in bolivianische Verhandlungen mit Großmeister Lucio Gelli und anderen Mitgliedern der Propaganda-Due Freimaurerloge verwickelt. Seht ihr, wie das alles zusammenhängt? Und ob man jetzt Malteserritter ist oder Freimaurer? Wir dienen schließlich demselben Herrn, ne? Sagen diese Leute. The Daily Mail erinnerte daran, dass Touvier für seine Kriegsverbrechen zweimal zum Tode verurteilt wurde. Na, da wurde das anscheinend nicht vollstreckt, man kann nur einmal sterben, ne? Zuerst 1945, als er unter dem Schutz der Kirche verschwand, aha, und dann 1947. Jetzt kommt's. Durch das französische Verjährungsgesetz erloschen diese Urteile 1967 und 5 Jahre später begnadigte ihn Staatspräsident Pompidou unter dem intensiven Druck der Kirche. Der Kommentator der Daily Mail weist ferner darauf hin, dass die Menschen in Lyon, Zitat, ganz einfach glauben, dass Touvier all die Jahre hindurch Schutz und Hilfe aufgrund dessen erfahren hat, was er über die Kirche weiß. Ende Zitat. Daily Mail vom 14. Juli 1989. Das Buch The Vatican Papers schließt sich dem mit weiteren Berichten über den Klosterfluchtweg an. Also das ist der, was ich vorhin nannte, Vatican Red Lines, ne? Also die vatikanischen Rattenlinien, der Klosterfluchtweg. Das Buch The Vatican Papers schließt sich dem mit weiteren Berichten über den Klosterfluchtweg an, der von einem kroatischen Priester verwaltet wurde und den viele Nazis benutzten. So beispielsweise Martin Bormann, verkleidet als Jesuitenpriester, und Adolf Eichmann, der mit einem vatikanischen Pass nach Argentinien entkam. Dieses Buch untersucht auch die engen Verbindungen zwischen dem Vatikan und Odessa, dem Geheimbund ehemaliger Nazis. The Independent vom 6. Januar 1988 gibt ein Zitat von Kardinal König, dem ehemaligen Erzbischof von Wien, aus der israelischen Zeitung Yediot Aronat wieder. Zitat. Nach dem Krieg verhalfen hochgestellte Kirchenmänner den Nazi-Verbrechern zur Flucht. Ich kenne zwei von ihnen persönlich. Einen Österreicher und einen Deutschen. Beide bekleiden bis zum heutigen Tag hohe Posten im Vatikan. Kardinal König legt auch dar, dass die katholische Kirche in Österreich einen Teil der Verantwortung für die NS-Verbrechen an den Juden trug. Die Ausstellung des Holocaust-Museums in Jerusalem beginnt mit einem Bild, auf dem römisch-katholische Bischöfe beim Anschluss Hitlers Truppen als Befreier begrüßen und den Nazis ihren apostolischen Segen geben. Ende Zitat aus der Independent von 1988. Der Klosterfluchtweg ist auch als Rattenfluchtweg bekannt. Ein Artikel in The Jerusalem Post vom 15. Dezember 1990 von Alexander Zwielli beschreibt, wie der US-Geheimagent Vincent LaVista im Frühjahr 1947 entdeckte, dass der Vatikan und das Internationale Rote Kreuz die Hauptkräfte hinter der illegalen Auswanderung von Nazis aus Deutschland über Italien nach Lateinamerika waren. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. LaVista berichtete, Zitat, weitere Nachforschungen ergaben, dass in jenen lateinamerikanischen Ländern, wo die Kirche ein beherrschender Faktor ist, der Vatikan Druck angewendet hat, der die Auslandsvertretungen jener Länder dazu veranlasste, die Zuwanderung ehemaliger Nazis und Faschisten sowie anderer politischer Gruppen, soweit sie antikommunistisch sind, nahezu zu begrüßen. Der Vatikan war natürlich die größte einzelne Organisation, die an diesen illegalen Auswanderungen beteiligt war. Er sorgte für Transport, er sorgte für Zuflucht und finanzielle Unterstützung,
Andererseits kamen solche Gruppen, selbst der Vatikan, nicht ohne Hilfe aus. Sie mussten verschiedentlich auf das internationale Rote Kreuz zurückgreifen. Ende Zitat. So, jetzt erzähle ich euch mal was. Das internationale Rote Kreuz ist nichts anderes als eine Organisation, die aus der römisch-katholischen Kirche hervorgegangen ist. Und die arbeiten zusammen. Und der Vatikan benutzt das als Deckmantel. Und wer heute noch so bescheuert ist und sein Blut spendet für das deutsche Rote Kreuz, dem ist nicht mehr zu helfen. Wer das noch nicht durchschaut, was das alles für eine Schweinerei ist, dem kann ich nicht mehr helfen. Aber dem hilft vielleicht es mal, das zu hören, was in einem Buch wie in diesem »Alle Wege führen nach Rom« geschrieben steht. Selbst der Vatikan kam nicht ohne Hilfe aus. Sie mussten verschiedentlich auf das internationale Rote Kreuz zurückgreifen. Ja, natürlich ist es ihre eigene Organisation. Die haben sie in der Tasche. Kein Problem. Greift da mal drauf zurück. Jedenfalls ist das Ende des 10. Kapitels unter der Oberfläche des Vatikan von Alle Wege führen nach Rom. Und Kapitel 11 fährt fort auf Seite 129 mit Die Macht des Papstes. Das wird dann für eine nächste Lesung, werden wir ja sehen, wann das dann kommt. Auf jeden Fall fand ich es ganz, ganz wichtig, dass ich am Anfang diese eine Berichterstattung euch noch gebracht habe von dem Video, was ich heute sah, von The Forerunner 777 über das Papier vom Konflikt zur Gemeinschaft, und diesen ganz, ganz wichtigen Satz auf Seite 19 in dem PDF. Und wie gesagt, ihr könnt euch das selbst runterladen, ihr müsst mir nicht glauben, schaut es euch selbst an. Aber wenn ihr das lest, dann seid euch bitte, bitte bewusst von der Kasuistik und der Sophistik hierin. Das ganze Papier ist voll damit und deswegen gelingt es ihnen auch, die ganzen Evangelikalen, ja, dahin zu bringen, wo sie hinhaben wollen. Nämlich nach Rom. Alle Wege führen nach Rom. Deswegen ein weiterer Beweis dafür. Also, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auf dem schmalen Pfad der Erkenntnis bleibt, der zu Jesus Christus führt. Der schmale Pfad, der zu Jesus führt. Und Jesus, der gesagt hat, ich bin das Leben und die Wahrheit. I am the way, the life and the truth. Kann es in Englisch besser als im Deutschen. Ich bin der Weg. Das Leben und die Wahrheit, der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, Jesus Christus. Nicht über Maria, nicht über einen Papst, nur über Jesus. Auf dem schmalen, dem ganz, ganz schmalen Pfad. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, sagt, bis zum nächsten Mal, Gott schütze euch und tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge. Ich höre ihre unerträglichen Lästerungen. Ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel. Ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter. Ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl. Ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen. Ich höre die verlogenen Absolutionen. Ich höre die Todesseufzer. Ich höre die Schreie der Opfer. Ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folterbänke. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition. Jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern.
Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normal gesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes. Und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.